Elisabeth Klopp ist tot, Jürgen Klopp in tiefer Trauer um Mama Lisbeth. Schicksalsschlag für Jürgen Klopp, der Fußballcoach des FC Liverpool trauert um seine Elisabeth Klopp ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Zur Beerdigung seiner Mama kann der Wahl-Liverpooler jedoch nicht an. Der erfolgreiche Fußballtrainer Jürgen Klopp, 53, FC Liverpool, trauert um seine Mutter, Elisabeth Klopp, die am 9. Januar 2021 im Alter von 81 Jahren gestorben ist. Wie der Schwarzwälder Bote Jürgen Klopp in tiefer Trauer, seine Mutter Elisabeth ist gestorben, sie hat mir alles, sie war eine richtige Mama im besten Sinne des Wortes. Als gläubiger Christ weiß ich, dass sie jetzt an einem besseren Ort ist, wird Jürgen Klopp von der Lokalzeitung zitiert. Zuletzt hatten sich Mutter und Sohn laut Bericht an ihrem 80. Geburtstag gesehen. Der berühmte Sohn hatte seine Mutter zur Feier des Tages in Deutschland besucht. Jürgen Klopp kann nicht zur Beerdigung seiner Mutter anreisen. Zur Trauerfeier wird der in Liverpool, England, arbeitende und lebende Jürgen Klopp dagegen nicht anreisen können. Das Einreiseverbot, das die Bundesregierung wegen der Corona-Mutationen erlassen hat, und die Quarantänebestimmungen der beiden Länder verhindern, dass ich bei der Beerdigung nicht dabei sein kann, ist den fürchterlichen Zeiten geschuldet, erklärt Klopp. Doch er gibt nicht auf. Sobald es die Umstände zulassen, werden wir eine wundervolle, ihr entsprechende Gedenkfeier abhalten. Jürgen Klopps Vater starb im Jahr 2000. Seine Mutter, die auch als Lisbeth bekannt war, hinterlässt drei Kinder, sechs Enkelkinder und vier Urenkel. Auch lesenswert, Privatleben ausgeplaudert. Das verrät Campino über Jürgen Klopp im aktuellen Sportstudio. Folgen Sie D schon bei Facebook und YouTube. Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos, tolle Gewinnspiele und den direkten Draht zur Redaktion. blognews.de/spot